Elvin und seine Brüder Simon und Theodore wollen ihren Vater David, der heute Geburtstag hat, mit einer großen Party überraschen. Aber zuerst wird ein Video aufgenommen. Sind wir soweit? Alles klar, Kamera läuft. Daves Geburtstagsglückwünsche, die erste. Alles Liebe zum Geburtstag, Dave. Da du so hart an Ashleys Album arbeitest, dachten wir, es wäre toll, dich mit einer kleinen Party zu überraschen. In diesem Moment kommen Brittany und ihre Schwestern ins Wohnzimmer. Hey, hattest du nicht gesagt, das wird eine Abschiedsparty für uns? Elvin und Theodore reagieren sofort und machen eine neue Aufnahme. Take 2. Um deinen Geburtstag zu feiern und dass die Chipettes als Gastjuroren zu American Idol eingeladen wurden, dachten wir schmeißen für dich eine kleine... Sekunde, das ist der DJ! Moment, DJ? Okay, prima, dann wird es ein mittelgroßes, geselliges Beisammensein. Elvin, hast du jemanden engagiert, der hinten im Garten eine Halfpipe aufbauen soll? Natürlich nicht! Das war die Partyplanerin. Du hast eine Partyplanerin engagiert? Wie auf Stichwort erscheint die Partyplanerin, die sich allerdings als etwas anderes ausgibt. Nein, er hat keine Partyplanerin engagiert. Oh, Gott sei Dank. Für einen Augenblick dachte ich... Ich bin Eventplanerin. Marco, hör auf mit deinen blöden Fragen. Oh, Mann. Dann geht es raus in den Garten. Die meisten Partygäste sind schon da und amüsieren sich bereits. Es sind so an die 100 Personen. Theodore startet eine neue Aufnahme und Elvin stellt sich vor die Linse. Dave, es ist alles gut. Wir sind ganz unter uns. Nichts Ausgeflipptes und... Simon fällt auf, dass Theodore im Hintergrund die feiernden Gäste aufnimmt. Theodore, du hast auf den Selfie-Knopf gedrückt. Ups, hi. Gut, die Gästeliste ist ein kleines bisschen aus dem Ruder gelaufen. Ein kleines bisschen? Dave, ich habe nichts damit zu tun. Jetzt springt Elvin wieder vor die Linse. Diese Party ist das Mindeste, was wir für dich tun können, Dave. Ja, du bist kein Songwriter mehr, sondern Producer. Du kaufst ein neues Haus. Wir wissen, dass du das alles nur für uns tust. Wir haben dich lieb, Dave. Die Party steigt und alles, was Beine hat, tanzt. Als die Stimmung auf dem Höhepunkt ist, springt Elvin auf den DJ-Tisch. Wenn ich Party sage, sagt hier Elvin. Party! Party! Plötzlich hört Elvin eine Stimme, die er nur allzu gut kennt. Daves. Party! Elvin! Überraschung? Plötzlich kehrt Ruhe ein und alle Blicke wenden sich Dave und Elvin zu. Brittany zieht es vor, mit ihren Schwestern zu verschwinden. Falls uns jemand sucht, wir sind, kurz mal in Kalifornien. Dave beendet die Party und schickt die Leute nach Hause. Als alle Gäste verschwunden sind, strahlt Elvin ihn an. War das eine Überraschung? Nein, war es nicht, Elvin. Und willst du auch wissen, wieso? Weil Hashtag Daves Party auf Twitter der große Renner war. So ist es. Ich meine, Entschuldigung.